Waldis Ruh ist auf dem Schild vor diesem Haus in Lindheim zu lesen. Doch was verbirgt sich hinter der Fassade? Das ist Uwe Mankowski, Familienvater und Tierfreund, Frühpensionär. Gerade ist er auf dem Weg in seinen Garten. Doch während andere Steckrüben und Bohnen anpflanzen, beerdigt Uwe Mankowski hier Haustiere. Waldis Ruh ist nämlich der Haustier- und Hundefriedhof zwischen Euthen und Bassen. Nicht einmal 25 Anlagen dieser Art gibt es in der Bundesrepublik. Eine verrückte Idee? Ja, ich hatte in Adlersberg bei einer Steinmetzfirma gearbeitet. Und wir hatten einen Altgesellen damals, der brachte immer Findlinge mit und hat da den Namen reingehauen. Und er fragte ihn mal, wofür er das macht. Und er sagte, auf den Hundefriedhof in Hamburg, da in der Buchholz in der Nordheide, da wäre ein Hundefriedhof und er machte da die Steine für. Ich so, oh, das interessiert mich auch mal. Und da habe ich ihn mal besucht. Da sind wir hingefahren, haben uns den Hundefriedhof angeguckt. War ein kleiner, niedlicher Waldfriedhof, so am Hang. Und dann sah ich da viele Autos von Emden und Bremen. Und dann kam mir so die Idee, ich sag, warum sollen die alle so weit fahren? Du hast Land in deinem Haus, mach das auch mal. Dass mir der Hund das Liebste ist, sagst du, o Mensch der Sünde. Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Ganz klar, der beste Freund des Menschen verdient es, ebenso gut wie sein Herrchen behandelt zu werden. Auch nach seinem Tod. Das jedenfalls ist die Meinung von Inge Zimmermann aus Bremen. 13 Jahre lang, mittwochs und samstags, hier liegt mein Pudel, der Blecki, da liegt meine Katze, die Peppi. Da liegt mein Hase, da haben sie. Und dann kommen meine anderen Tiere. Ich habe noch zwei Kaninchen, eine Hausratte und noch zwei Kater. Das sind zu Hause. Und die kommen alle mit hier rein. Und nur wenn es Frühjahr kommt und der Sommer, dann kann man sich hier wunderbar ausruhen. Dann trifft man die Leute, dann klönt man wieder über Tiere, über tote Tiere, wie sie totgegangen sind und, was so gibt. Ne? So auch Familie Walter, die ihre Hunde hier regelmäßig besucht. Die Tiergräber müssen schließlich genauso gut gepflegt werden wie andere Gräber auch. Wir haben das gerade jetzt bis 2001 und da habe ich jetzt zwei Hunde drinnen. Ne? Und dann, aber seit viereinhalb Jahren gibt es aber schon, wenn kann man das Tier auch im Garten begraben, wo jetzt kein Wasserschutzgebiet ist. Das ist das neue Tierschutzgesetz. Ja. Ne? Aber ich finde das hier am schönsten. Mhm. Hier ist das wie so ein Park, auch im Sommer, zu Weihnachten mit dem Tannenbaum. Und Fackeln, und das ist richtig, muss man sagen, nicht herrlich, aber schön. Uwe Mankowski betreibt seinen kleinen Friedhof nun schon seit 12 Jahren. Im ersten Jahr waren es 30, heute liegen hier 1200 Tiere. Doch zum Leben reicht dieser Erwerb nicht. Ja, ich mache das als Hobby und ich habe sehr viel Spaß daran, denn ich bin, wer ein tierlieber Mensch ist, der versteht mich, wie ich denke, und das gehört eben dazu. Fazit: Der Friedhof der Kuscheltiere ist keine Marktlücke, eher eine Kuriosität zwischen Euthen und Bassen.